Hallo und herzlich willkommen erstmal Schluck Spezi. Zurück hier bei Against the Storm. Wir sind hier im Tutorial für Pestfäule und so und kacken ab. Aber sowas von, weil wir einfach keine Nahrung generieren, weil wir dumm sind oder was auch immer. Ich brauche vielleicht doch Gemüsefelder, weil jetzt können die, glaube ich, direkt essen. Hier sind wir immer darauf angewiesen, auch Kräuter zu haben. Aber ich weiß es nicht genau. Oh, hier gibt's Essen. Nehmen wir das erstmal. Was hat nochmal? Ach so, wenn jemand stirbt. Bis jetzt sind wir aber noch nicht so weit, dass jemand sterben muss. Hier gibt's auch nochmal Eier und so. Hier unten weg. Hier haben wir gleich schön Platz, um ein weiteres Feuer zu bauen. Es werden aber auch irgendwie keine Kekse produziert. Das ist so Wahnsinn. Weil Kräuter fehlen. Ich könnte Beeren erlauben. Und hier könnte ich auch Beeren und Eier erlauben. Machen wir einfach. Acht, drei. Acht, drei. Oh, nee, das ist wurscht. Kommen die denn jetzt hier eigentlich hinterher? Wie viel habe ich denn? Ich habe eh genug Mehl. Wenn, dann könnten wir weiterhin noch einen Brennofen oder eine Dings bauen. Geschmelzerei 8-4. Ist das besser? Noch einen Brennofen bauen? Fragezeichen. Oder hier noch eine Regenmühle 8-3. Wobei wir dann die Kräuter haben wir halt nicht, ne? Ich bräuchte die Plantage. Gar nicht, ne? Flachs. Oder Schilf. Brauchen wir Teile, ne? Ach du Scheiße. Wie komme ich denn an Teile? Ja, nicht. Planhalle. Oh, Teile bestimmt. Nee, aber Bretter. Ich muss hier fällen. Alter, es ist Sommer und wir kriegen es nicht hin, hier irgendwie für Nahrung zu sorgen, ey. Was ist mit dir? Mehl, ja gut, ich habe eh genug Mehl, so ist es nicht. Verkauf mir deine Eier. Und dein Gemüse. Müssen durch den Winter kommen. Das ist aber teuer, ne? Habe ich nicht. Ich könnte dich mit der Tafel hier und dann haben wir noch ein bisschen Jod und dann haben wir noch Essenz hier. Eine. Und den Rest machen wir mit bisschen. Ne, warte mal. Ich hatte ja auch noch Werkzeug. Ja, ein bisschen Nahrung.
Ja, aber was ist mit diesen Pestefeuerzysten hier? Das ist jetzt runtergegangen, aber wo ist denn diese Zyste? Hier, das da, oder was? Wie bekämpfe ich das jetzt? Da ist so eine Zyste. Da auch. Ja, aber wie wird das jetzt bekämpft? Verbrennen. Ist das, weil hier keiner arbeitet? Und verbrennen damit während des Sturms. Aha, hier müssen also Leute arbeiten während des Sturms. Gut, dann testen wir das jetzt. Alter, ich kann die nicht bauen, ne? Überall ist hier irgendwann Scheiß im Weg. Jetzt, warte mal. Da, boi. Alter Schwede. Okay. Vielleicht soll ich das mal wieder ausschalten hier. Ich habe vielleicht ein bisschen übertrieben, kann das irgendwie sein? Das hier haben wir geschafft. Warte mal, Verstecke geöffnet, eine verbotene Lichtung abgeschlossen. Sterben jetzt hier die Biber? Oh oh. Komm, komm, komm. Geh weg da. Pestpolizisten sind doch jetzt auch wieder fast alle weg da. Okay. Stirbt keiner. Nur die Erschlossenheit ist gering. Ach so, warte mal. Das hier habe ich geschafft. 3 Teile, das ist gut. Und eine Clanhalle sollen wir bauen. Ja, das machen wir, wenn hier oben die Hölzer weg sind. Ich kann mal was auswählen. Ja, da macht es ja am meisten Sinn, die Biberhäuser zu nehmen. Da machen wir hier unten eine Bibersiedlung gleich hin. Aber ich kann einfach keine neuen Dings bauen, ey. Nützliches Mühlenabwehr für jede Produktion, erhältst du 3 Öl. Das haben wir doch schon. Da. Na gut, das können wir verkaufen. Scheiß drauf. Yo. Wie viel. Ich habe jetzt überhaupt keine Übersicht, wie viel Feuer das hier verbraten hat jetzt. Aber ich könnte das hier auch mit Öl machen, weil davon haben wir momentan sehr, sehr viel. Wie viele Barren haben wir denn eigentlich noch? Immer noch 152. Wir ballern wieder. Stelle ich eigentlich noch Rohre hierher? Ja, ne? Ja. Wie viele Rohre haben wir denn eigentlich? Eieieiei. Mach mal eine weg. Also wir müssen echt sehen, einfach alles auf Nahrung hier. Zack, ich baller wieder.
Diesmal ballern wir richtig hier mal das Wasser weg. Scheiß doch drauf. Wir machen jetzt neue Essenz hier oder was das ist. Und dann wird geballert. Hier die Mühle. Warte mal, was? Ich habe halt keine Kräuter, ey. Was ist der Scheiß? Beeren nicht, Kräuter nicht, gar nichts. Ach Scheiße. Ah, hier, das ist fertig. Einfach mal ein bisschen was hier für die Bärenproduktion. Wenn wir eigentlich. Wahrscheinlich keine Teile für. Egel. Ein Ei gibt's. Das ist ja krass. Hier kann ich sie hinbauen. Mache ich jetzt auch. Ich brauche Platz für die Biberhäuser. Zwölf. Das müsste erstmal reichen. Aber die kosten auch wieder. Was kosten die Bretter, ne? Die Bretter haben wir überhaupt nicht. Wo stehe ich nochmal Bretter her? Hier. Ich werde immer aufhören mit Stoff und Ziegel und mal nur Bretter herstellen. Mal hier so richtig reinwemsen. Verbotene Lichtung brauche ich übrigens. Gefährlich. Hier ist eine. Hier oben ist eine. Ist auch nur gefährlich. Hier. Das wird die nächste sein. Dann nehmen wir die. Okay. Und wieder neue Leute. Obdachlose haben wir aktuell nicht, das ist gut. Und hier müssen halt noch mehr Leute rein und da wohnen, aber das kriegen wir gleich hin. Plus, dann müssen wir noch einmal irgendwie hier einen Park hinbauen. Wieder eine Presse, die brauchen wir nicht. Und die Clanhalle, was ist mit der? Passt die jetzt hier hin? Clanhalle. Alter, wie groß kann etwas sein? Zack. Aber dafür fehlt alles. Beziehungsweise Stoff und Ziegel haben wir. Aber Bretter nicht. Bretter ist momentan problematisch. Ich könnte noch eine Werkstatt einfach bauen. Wie wäre das denn? Braucht die Bretter? Ja, natürlich. Könnte ich aber priorisieren. Jetzt sind endlich mal ein paar Kekse und Pasteten da. Wow. Beeindruckt. Aber Dörrfleisch ist immer noch irgendwie. Aber wir haben halt einfach auch hiervon nichts. Weil ich mich ja nicht mehr traue.
während des Regens Bäume zu fällen. Okay, das ist schon fertig hier. Dann arbeitet. Verbinden wir. Ballern hier auch erstmal richtig rein. Zack, jetzt. Boah, jetzt werden hier aber. Jetzt wird hier aber. Sieht man irgendwo Statistik? Wie viel. Was ist hier? Ach, hier arbeitet niemand. Sieht man eine Statistik, wie viel Pestbeulen wir jetzt aktiviert haben irgendwie? Ein bisschen Schiss jetzt, dass wir hier gerade komplett den Overload fabrizieren, aber okay. Wo ist mein Öl? Da. Genau, im Auge behalten. Planhalle braucht auch noch Bretter. Können wir mal priorisieren. So, hier wird sich langsam zur verbotenen Zone gearbeitet. Wege hier bauen. Oh, oh, Sturm. Die gefährdetsten sind mal wieder die Echsen. Wobei wir jetzt eigentlich. Wo war denn das? Wo ist das denn hier? Da könnten wir jetzt eigentlich wieder Echsen arbeiten lassen gleich, die dann die Prügeldinger hier herstellen. Aus Brettern natürlich wieder, oder was? Oder Schilf. Und dann kriegen die in der Clanhalle einen ordentlichen Bonus. Aber wo arbeiten die denn jetzt alle? Die arbeiten jetzt hier, die können wir ersetzen. Die arbeiten hier, die können wir ersetzen. Hier müssen sie arbeiten. Hohes Maß an Verderbnis. Ja. Ihr müsst jetzt hier mal Feuer. Und so. Was heißt dieser Balken? Heißt das hier? 13 mal 780 was? Verderbnis pro Minute, 93 Max Prozent. Wenn das hier voll ist, tötet es 3 oder was? Aber ich kämpfe ja gerade dagegen an. Vielleicht machen wir das hier alles mal wieder aus. Das war knapp eben hier, also zumindest dieser Balken. So, die Biber sind jetzt wieder. Aber denke ich, um sie wieder
zu fangen. Allerdings weiß ich jetzt nicht, wie das jetzt hier im Sommer weitergeht. Ich hab jetzt alles ausgemacht, alles gut. So, Entschlossenheit geht jetzt wieder null. Die haben durchgearbeitet, ne, diesmal. Gab ein paar Krabben. Oh, wir haben den Nahrungsengpass, glaube ich, einigermaßen jetzt überwunden. Zum Glück. Was wir halt immer noch haben, ist... einen harten Engpass. Jetzt ist Sotur hier. Sotur, was hast du für mich? Das wird direkt mal gekauft. Oh! Wobei das für die Pestdinger ja auch nicht so geil ist, ne? Oder noch so ein Kräutersammellager. Also das Bauding. Aber brauche ich das? Habe ich große Vorkommen, die ich nicht abbauen kann? Ich glaube nicht. Doch, nee, das ist Trapperlager. Eins habe ich ja, ne? Ein Kräutersammellager. Die sind auch hier ordentlich dran. Ja, also eigentlich brauche ich das nicht. Brauche ich denn noch irgendwelche Waren von dem? Ich auch nicht, ne? Ich könnte die Kleidung... hier, stimmt, Kräuter. Die ballern wir auf jeden Fall mal weg. Kannst du hier... 106 Kupfer für haben, juckt mich nicht. Schilf, nutze die Mühlen-Upgrades. Schon wieder Öl, Alter. Wie viel Seemark habe ich denn hier noch? Das ist nicht mehr viel. Das bringt mir nichts. Alter, wir sind die Ölkönige bald. Das ist krass. Da gibt es hier irgendwelche Ereignisse, die mir Teile bringen. Nö, oder? Und wir können das hier mal machen. Ich will dieses Szenario endlich mal gewinnen. Ehrlich gesagt, ich habe da gelernt, wie das jetzt funktioniert hier. Einigermaßen. Wieso habe ich noch 4 Zysten? Wo sind die denn? Da ist noch irgendwie, aber... ich werde mir das im nächsten Sturm mal angucken. Hier ist nämlich diese Clanhalle. Soll ich da jetzt... produziere ich ja schon die Dinger, ne? Die Knüppel. Ja. Wir sind jetzt fast alle Baustellen eigentlich mal fertig. Das heißt, die Bretterproduktion hat jetzt mal ein bisschen was gebracht. Allerdings wird im Lager sind ein paar. Dafür werden jetzt die Knüppel hier
hergestellt, aber dann geht es den Echsen wenigstens immer was besser. Ach, Religion erlaube ich hier auch. Aber das ist nicht aktiv, weil wir keinen Weihrauch haben. Aber den konnten wir herstellen. In der mit Kräutern. Nee, leck mich. Nix. Nee, da ist mir das Essen wichtiger als Religion. Definitiv. Okay, ich glaube, wir haben die Lichtung. Das graben wir aus. Da haben wir zwar negative Arbeit der Holzfäller. Erzürnt die Toten, du erhältst für jeweils 5 Funktionen. Dann fällen wir halt keine in der Zeit. So. Fällen wir halt keine Bäume. So einfach ist das. Guckt er nämlich doof. Da gibt es wieder Eier. Ganz hier hinten. Oh nee, warte mal, hier gibt's Teile. Oh, und noch mal mehr Dorfbewohner. Weiß ich nicht, ob ich die annehme gerade. Ich brauche keine. Tatsächlich. Die muss man durchfüttern. Nee. Nicht mit mir. Was hat hier? Das ist auch noch ein Feld, ne? Und ein Gemischtwarenladen ist hier auch. Und nochmal ein Feld. Keine Bäume gefällt. Guck mal, den Echsen geht es jetzt am allerbesten von allen. Das haben wir auch selten gehabt. Die sind jetzt richtig happy hier. Die haben, was haben die denn jetzt? Die haben ihr komisches Schlaggedöns. Die haben Pasteten. Die haben Dörrfleisch. Die haben alles. Wenn wir jetzt noch Religion anbieten würden, dann wäre hier aber... Der Dörfleisch ist schwierig. Oh, das Steinmetzlager ist mal leer. Hier sind dicke. Oh, hier sind 3 dicke. Kann man schneller machen hier. Die Folge. Druidenhütte, Erkunderhütte. Was ist die Druidenhütte? Weihrauch, Öl, Mäntel. Kann produzieren Fleisch, Leder, Eier. Ranch. Das kann Fleisch produzieren, also nicht sammeln. Das ist natürlich nice. Zigarellen-Upgrades. Kupferstraßen. Die Siedlung ist in der Region als Handelsposten bekannt. Jedes Mal, wenn du Waren im Wert von 60 Bernstein verkaufst, erhältst du einen Reputationspunkt, die durch Entschlossenheit erhalten wird. Das habe ich mit dem Reputationsgedöns habe ich noch nicht so ganz begriffen.
Je 3 Beziehungsstufen mit anderen Siedlungen. Bei Handelswegen erhältst du eine Mal. Okay. Oh, wir haben das Tutorial. Leute. Und die Folge ist zu Ende. Eieiei, wir haben hier 4 Haken an den Tutorials. Ich habe selten ein Spiel erlebt, wo die Tutorials so anstrengend und lang waren, vor allen Dingen. Aber gut, man hat es jetzt wenigstens auch gelernt dann, ne? Bist du mit deiner Kamerade ziemlich? Ja gut, das denke ich mir, aber... Gut, Leute, dann würden wir uns hier in der nächsten Folge wiedersehen. Dann gehen wir mal in die Zitadelle und gucken mal, was der Sache ist. Und dann geht's weiter mit der nächsten richtigen Siedlung. Ich freue mich drauf. Macht's gut, euer Brady.